klare Worte schon am Anfang des Stückes »Ich bin Silas« der dänischen Erfolgsautorin Julie Mai Jacobsen im Theatersaal der Kulturmühle Parchim. Aber diese müssen der Held, die Heldin, für sich selbst erst einmal finden. Carlotta Enne Bauer ist neu im Ensemble und spielt Silke und Silas. Es ist eigentlich die gleiche Person, die einfach zwei verschiedene Namen hat im Laufe des Stückes. Aber es ist die ganze Zeit eine einzige Person. Sie ändert halt ihren Namen, weil sie nach außen hin den Leuten sagen muss, dass das Geschlecht, was sie nach außen ausgestrahlt hat, nicht das Geschlecht ist, womit sie sich identifiziert. Er, also die Person, aber er. Bevor ich die Schule gewechselt habe, 2 Wochen bevor ich Hedwig traf, 4 Wochen vor meiner Konfirmation und bevor mir klar wurde, dass ich ein Junge bin. Also kurz zusammengefasst, Silke wird Silas und war es eigentlich immer schon. Nur nicht für alle anderen. Da sind innere und äußere Konflikte vorprogrammiert und das hat mit Sexualität erst einmal wenig zu tun. Ja, Sexualität hat was damit zu tun, worauf du stehst, und Geschlechtsidentität heißt, mit was für einem Geschlecht du dich identifizierst. Also ob du ein Mann bist, eine Frau bist oder vielleicht beides oder vielleicht auch gar nichts. Es geht in diesem Stück um Rollen und Geschlechterbilder in unseren Köpfen und wie wir uns verhalten, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können. Silke will kein Kleid zu ihrer Konfirmation tragen und nur Hedwig versteht das. Lena Blaut spielt die ältere Freundin und ist auch neu im Parchimer Ensemble. Ich spiele die Hedwig, die sich in Silke verliebt, in die vermeintliche Silke, in eine Frau verliebt. Und dann im Laufe des Stücks herausfindet, dass Silke sich gar nicht als Frau identifiziert, sondern als Mann, als Silas. Und damit versucht umzugehen, beide. Im Prinzip versuchen, damit umzugehen. In der Inszenierung von Katja Mikan und Ausstattung von Luise Cervonatis gibt es nichts, was von den Charakteren und der Erzählung ablenken könnte. Bauten und Requisiten sind aufs Äußerste reduziert. Jedoch fehlt es an nichts. Den jungen Schauspielenden gelingt es dabei, die Entwicklungen ständig im Fluss zu halten und dran zu bleiben, ohne auf unterschiedliche Tempi und verknüpfte Handlungsstränge zu verzichten. Alles scheint ausgerichtet zu sein auf ein junges Publikum mit viel Fantasie und großer Offenheit. Stimmt das so? Ich bin noch nicht lange genug hier, um das beurteilen zu können. Ich wünsche mir, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, das ist immer ein bisschen die Frage auch an die Gesellschaft, in der man aufwächst. Und wenn man auf dem Land aufwächst, sind, glaube ich, Traditionen öfter eine größere Rolle, als wenn man in der Stadt aufwächst. Aber mehr kann ich dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Also das Jugendtheater. Also in erster Linie ist unsere Zielgruppe Jugendliche, ist das schon ab 12, glaube ich? Würde auf Weber hinhauen, auf jeden Fall ab 12, weil ab da kommt man ja so ein bisschen in diese Pubertät rein. Aber eigentlich ist es ja relevant für alle Leute, die mit diesem Thema zu tun haben, auch Familien, Eltern. Das Theater ist ein ziemlich cooler Ort. Den es zu entdecken gilt. Nichts wie hin.